Hola, amigos und amigas. Schöne Grüße von Encantado und natürlich von El Presidente, der sich gerade im leichten Höhenrausch befindet. Im leichten Höhenrausch. Jawohl, und die Musik wird zünftig. Wo ist denn das schon wieder? Meine Zigarrenfabrik? Nein! Oh, was? Was ist denn hier? Warum? Ist voll! Ist wieder keine Rohstoffe? Wie keine Rohstoffe? Leute! Wozu... Wo sind meine Tabakfelder? Na, das Fuhrparkbüro. Das können wir schneller bauen. Ich hab doch... War das hier nicht... Doch, hier ist doch Tabak! Fehlen mir denn Leute? Selektives Film. Hier sogar Mieter drinne. Warum habe ich keine Rohstoffe? Wo die drei Tabakfelder daneben liegen. Es ist mir ein Rätsel. Wir könnten natürlich... Warte mal... Vielleicht hier... Etwas... Präsidente, es geht schon wieder um den Status von Taiwan. Oh, ich weiß zwar nicht, wo es liegt, aber wir müssen eine Erklärung dazu abgeben. Ach, So, warum? Ich wollte das eigentlich mal hier für die ungebildeten Arbeiter etwas erhöhen. Vielleicht fehlt es wirklich an Arbeitern. So, was haben wir denn hier? Den Zoo. Auch noch nicht fertig. Die Waffenfabrik. Ja, die ist am Arbeiten. Ziegenkäse. Ja, wie kriege ich denn Ziegenkäse? Ehrwürdiger Herrscher, der mächtige chinesische Drache hat eine Bitte an Sie. Ja. Wie bekomme ich Ziegenkäse? Das würde mich schon mal interessieren. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja gut, Stromnetz. Was ist denn hier los? Die Menschen fordern Taten. Eure Unterschrift auf diesem Erlass. Momentan nicht. Kostenloses Wohnen. Ich muss erst mal sehen, wie es aussieht mit dem Geld bei mir. Umwelt steigt ein wenig langsam, aber ich kann bei Umwelt noch nichts mehr machen. Wo ich aber hier gerade drauf bin, Wohnqualität. Leute. Wohnqualität. Ich mach doch hier schon alles. Ist doch alles hier mit klimatisiert und weiß der Kuckuck was. Baubüro. Auch das ist hier. Wo habe ich denn meine schönen hier? Machen wir hier nochmal eben. Hier nochmal, lass das nochmal nach. Brauche ich denn nochmal Unterkünfte? Nee, ich habe doch eigentlich alles Luxusunterkunft. Wohnqualität, die alle... Wir können ja mal so ein Ding hier hinstellen. Wohl uns langsam wirklich auf unserem schönen Inselchen der Platz ausgeht. Wo könnte ich denn hier noch so ein Luxus-Appartement mal hinstellen? Hier direkt daneben? Nachdem er eine lange Rede zur Verbesserung der Sicherheitslage in Tropico gehalten und die meisten Anwesenden gelangweilt hatte, wurde unser Innenminister auf dem Weg nach Hause ausgeraubt. Der Dämliche! Die Menschen glauben ihm leider nicht, dass er freiwillig all sein Geld einem verzweifelten Obdachlosen auf der Straße gegeben hat. Feuern Sie den Mister oder die Kriminalitätszufriedenheit wird um 15% sinken. Ich wollte eigentlich feuern. Ja, gut. Jetzt haben wir das hier gemacht. Einer meiner ehrgeizigen Angestellten hat eine Maschine gebaut, die Wissenswellen aussendet, die die Menschen klüger macht.
und schneller lernen lässt. Wow, was brauche ich denn mit dem Zeppeli? Nee, das ist jetzt nicht so wirklich das. Was genau wird in der neuen Fabrik hergestellt, Penultimo? Zahnräder. Polizeiwache ist okay. Große Nachfrage in den USA. Eine so große, gut bewachte Fabrik. Ja, habe ich leider keine Feuerwache not. Naja, auch Briefbeschwerer und Lampenfassungen. Muss, glaube ich, mal unbedingt mein... Jedenfalls mein... keine Waffe. Natürlich, keine Waffen. Verstehe. Wo war mein Einwanderungsbüro? Nein, Exporte, Nachtclub. Ist ja alles voll. Aber wo ist denn mein Einwanderungsbüro gewesen? War es das nicht? Nee, das ist das Ministerium. Das ist die Bar. Die Bar ist leer neben Ministerium. Hier. Qualifizierte Arbeiter. Einwanderung. Erhöht die Auswanderung. Nee, das ist wir haben an sich doch qualifizierte Arbeiter. Ja, das machen wir. Okay, außer wir angeworben, weil momentan, glaube ich, haben wir wirklich die Spitze erreicht. Was haben wir hier? Okay. Nee. Verbesserte Produktion. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht eigentlich die Häuser hier belegt? Naja. Dann könnten wir fast mal überlegen, ob wir Bildung und Medien uns auch mal eine... Fernsehstation. Deshalb brauchen wir einen schönen Propagandaturm. Akademie der Wissenschaften. Das ist doch aber erstellt. Da wird ein neues erstellt. Oh, vielleicht. Das kommt man noch hier hin. Aber hier habe ich schon... Nee, sonst habe ich an sich Infrastruktur. Das brauche ich doch alles nicht. Wind, obwohl, ich könnte mal eine Windturbine bauen hier hinten. Und zwar, hier war doch die... Nee, das macht es irgendwie nicht. Das machen wir hier hin. So. Der Zoo, den machen wir jetzt mal. Ach nee, da sind ja eh jetzt alle drinne. Da brauchen wir jetzt nicht so viel zu machen. Das Fuhrparkbüro. Haben wir alles? Die Luxusgüter haben wir doch bald alle. Umwelt. Bei der Umwelt geht's irgendwie nicht voran. Aber ich weiß nicht. Kann ich nicht allzu viel machen. Atomkraftwerk, nee, das brauchen wir jetzt alles nicht. Das brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir ja auch alles nicht. Das ist ja irgendwie Wirtschaft. Die brauchen wir denn hier noch? Das haben wir Börse, eine Wetterstation. Was soll die denn bringen? Die waren vor Katastrophen. Bank hatten wir doch auch, oder? Nee, das ist eine Börse. Haben wir eigentlich noch keine Bank? Kann sein, dass wir noch keine Bank haben. Dann machen wir auch die mal hier unten hin mit einer hohen Priorität. Los, baut mal den Zoo weiter. So, da müssten wir inzwischen, ja, was wir vielleicht noch mal machen, müssten wir auch noch Unterhaltung irgendwie, Sportkomplex. Boah, 30.000. Gourmet-Restaurant. So ein Gourmet-Restaurant, das ist doch auch was Schönes. Das sollte man vielleicht auch in die Nähe vom Präsidentenpalast hinsetzen. Ja, wenn wir da noch Platz hätten. Irgendwie haben wir uns in der Mitte hier ein bisschen verzettelt. Da kommt man nicht hin zu dem Restaurant, das ist irgendwie... Nein... Da können wir es hinsetzen. Was haben wir denn hier noch? Die Wetterstation, das brauche ich aber an sich nicht. Bei der Unterhaltung wollte ich nochmal gucken. Sportkomplex, 30.000. Ne, da brauchen wir lieber ein Museum. Das ist definitiv günstiger. Bauen wir ein Museum. Pff.
und schau mal nach, ob wir es mit der Infrastruktur noch angeboten bekommen. Ja. Nee. Hier. Sehr schön. Ein Museum für die Zufriedenheit unserer Tropikaner. Wenn der Zoo da ist, würde ich sagen, was haben wir denn hier? Die Industrialisierung der Insel läuft nach Plan. Ja, das dachte jedoch ich mir. Jedoch sind die Preise unserer Wertpapiere noch ziemlich tief. Und die Aktionäre sind unzufrieden. Wenn wir zum Führenden, ja, verdienen sie $500,000. Klar, nehmen wir das an hier. Industrie, haben wir ja... Warte mal. Die Rumdistille, da fehlen aber auch noch Leute. Rumdistille. Ich hatte überlegt, ob ich eventuellerweise einfach nochmal eine zweite Rumdistille baue. Infrastruktur, Industrie, Rumdistille. Genau. Von der hohen Priorität. So. Was hat man noch hier? Macht des Geistes? Nee, will ich nicht. Aber meine Umwelt steigt einfach nicht. Nur langsam. Ja, bauen das Ding mal hier schneller. Dann können wir das nämlich auch hier. Ist die Umwelt nicht an das Stromnetz angeschlossen. Sollte sich dann erledigt haben, dass wir hier ein bisschen machen können. So, die Turbine ist fertig. Dann haben wir hier auch noch was für die Umwelt getan. Der Präsident hat eine neue Windturbine bauen lassen. Ja. Da flippen grüne Freaks doch aus, was? Meinen Sie das Ding, das neben dem Nistplatz der Tropischildkröten errichtet wurde und dem letzten Kokosnussadler den Schädel gespalten hat? Ja. Finde ich ganz toll. Ja. Fuhrparkbüro, hier müssten wir eigentlich auch mal nochmal zwei drauf geben, das können wir machen. So. 99.000, ja, das haben wir ja Waffen exportiert. Also mit dem Ziegenkäse, weiß ich nicht. Ich hatte doch hier die Farm. Ziegen. Wie kann ich aus Ziegenkäse machen, oder aus Milch? Ich habe absolut keine Ahnung. Gibt doch keine Fabrik für Milch. Die Chemie, Konsum, Güter, Produkte. Nee, Schmuckfabrik, Konservenfabrik, Fisch, Kaffee, Ananas. Möbelfabrik, Zementfabrik. Ja, was für Chemie, Ölraffinerie will ich nicht haben. Das verstehe ich nicht. Ein Appartement. Noch ein Appartement brauchen wir. Ei, caramba. Dann machen wir hier noch ein Appartement hin. So. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen, was weiß ich, Brunnen, Atomstrucker. Nee. Garten. Ja, die Umweltstatue. Laserstatue. Mausoleum. Das brauchen wir alles noch nicht. Aber ich könnte bei Attraktionen. Nein, nicht Attraktionen. Wo war das denn? Das Riesenrad ist Quark. Ach, ich find's wieder nicht. Ja, eine Fernsehstation. Freiheit, aber das wollen wir an sich gar nicht haben. Wo ist die Sport? Was hat man eigentlich hier noch? Nachzucht von Wäldern, das brauchen wir momentan nicht. Marktplatz haben wir doch. Und jetzt können bis zu 5 Schmugglerstationen. Schmugglerstation ist ja lustig. Warum nicht eine Schmugglerstation? Das hat man noch nie. So. Aber ich überlege gerade Attraktionen. Wo war denn jetzt wieder? Ach, es ist doch nicht wahr. Nein. Ich, also,
Umspannwerk? Wo war der Spott? Das kann doch nicht sein! Nein, Flughafen. Nein. 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 Ich finde, das ist doch einfach nicht zu glauben. Unterhaltung. Natürlich, Himmelsnadel. Nein, Sportkomplex. Wow, was für ein Trümmer. Hallo? Wo kriege ich denn den hin? Was für... Hier. Da bauen wir jetzt das absolute... absolute Sportstadion hin. Mit hoher Priorität. Wenn das unsere Tropikaner nicht zufriedenstellt, dann weiß ich's nicht. So, was haben wir hier? Das läuft. Hier haben wir den. So, läuft eigentlich auch ganz gut. Hier haben wir die Zeitung. Jetzt können wir noch überlegen, ob wir noch mal eine Fernsehstellung, Infrastruktur. Nein, Bildung und Medien war das, gell? Fernsehstation. Freiheit. Na, das brauchen wir irgendwie nicht. Hochschlag mit der Radio haben wir auch. Das haben wir eigentlich auch. Aber wozu brauche ich jetzt eine Fernsehstation? Momentan sieht es ja auch mit der Zufriedenheit der Leute ganz gut aus. Oh, wir brauchen noch eine Militärbasis, stelle ich gerade fest. Regierung. Militärbasis, wo könnte man denn die noch hinsetzen? Kann man die daneben setzen? Nein, die doch. Doch. Geht's. Ja. Gut, dann brauchen wir hier noch eine Militärbasis. Ich sehe gerade. Wollte ich nochmal gucken. Wir haben natürlich auch Regierung. Wir sind eigentlich ganz gut. Aber ich wollte mal hier hinten noch, weil wir das letzte Mal so einen Zirkus bekommen haben. Das ein bisschen hier schützen. Mit einem Bunker. Den wir noch hier hin basteln. Und hier oben sieht es auch noch massiv ungeschützt aus. Denn da könnte man noch Wachposten hinsetzen. Ja. Das sieht gut aus. Und jetzt gucken wir noch in der Ecke. Regierung. Wachposten. Schließlich leben wir gegebenenfalls dann hiervon. Bauen wir noch da zwei hin. Da haben wir den Bunker. Und setzen noch hier einen daneben. Dann bräuchten wir aber bald hier wieder ein Arsenal. Jetzt gehen uns langsam die Generäle aus. Das setzen wir hier hin. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir können ja langsam sagen, dass wir vielleicht hier noch eine Unterkunft brauchen. Was haben wir hier, das Problem? So. Läuft doch alles prima an. Selbst unser Sportzentrum, was kostet das eigentlich, wenn ich das fertig bauen lasse? Och nee. Nein, das ist ein gar wenig teuer. Exportierte Waren nur von 6.000? Sag mal, ich hab doch hier alles voll, oder? Selbst in der Rumdistille. Ja.
haben wir die Produktion erhöht. Die nur 5000. Aber es läuft doch selbst hier. Unsere Zigarrenfabrik hat wieder gelagert. Ich verstehe es nicht ganz, wo das Problem dran liegt. Wir haben doch eigentlich, sind doch wirklich alle am Produzieren. Baubüro, Parkhaus. Das Einzige, was ich immer noch nicht weiß, wie ich die verdammten Ziegenkäse herstellen soll. Aber ich wollte jetzt nicht wieder anfangen, mit den Löhnen zu spielen. Im Museum kann man natürlich mal ein bisschen runtergehen. Die verdienen eh nicht so viel. Die brauche ich essentiell. Essentiell. Hier haben wir natürlich noch keine Leute. Die Akademie East Point. Da könnten wir mal zwei runtergehen. Parkhaus ist überlastet. Das Parkhaus ist überlastet. Nein. Infrastruktur, oder? Parkhaus. Jo. Setzen wir das hier hin. So. Ach. Hungersnot. Oh Leute, das kann jetzt sein, oder? Hunger. 60%. Muss ich vorstellen, ist doch alles hier vorhanden. Wohnqualität, naja, irgendwie kriege ich das nicht höher. Gesundheitswesen habe ich eigentlich auch. Vielleicht nochmal eine Klinik bauen. Freiheit, naja, da können wir mit dem Fernseher wieder was machen. 10.000 Miese. Ja, ich danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Aber ich tue eben was für die Leute. Die könnten vielleicht auch mal etwas weniger verdienen. Ne, der Nachtclub, die verdienen sowieso eh nichts. Kabarett, naja, ist okay. Die Grundschullehrer könnten vielleicht auch mal etwas weniger verdienen. So. Hier können wir mal mit den Löhnen überall ein bisschen runtergehen. Ne, die Feuerwehr gerade nicht. Hier ist eh nichts los, Leute. So. Dann haben wir hier auf alle Fälle mal Löhne eingespart. Die Konservenfabrik. Da könnten wir jetzt definitiv nochmal dafür eine hochgehen. Und. Da, die müssen wir auch halten, definitiv. Die Zeitung. Die können zwei runter. Ne, das Baubüro, die verdienen eh nichts. Ne, die Rumdistille, da können wir auch nicht viel machen. Das Baubüro, die verdienen eh schon wenig. Parkhaus, Ungebildeten verdienen wenig. So. Aber hier im Museum, das ist zwar ganz nett, aber nicht notwendig. So. Mysterium haben wir alles. 60% Zufriedenheit. Ein bisschen Schulden haben wir, aber langsam haben wir unsere Insel auch rein strategisch, technisch gut im Griff, was das Militär betrifft. Selbst das Ausland dürfte momentan nicht mehr problemlos uns einfach mal so ausschalten. Hier unten müsste man noch was machen. Aber ansonsten sieht es auch hier eigentlich ganz gut aus. Ja, 19.000. Sollte uns nicht wehtun. Was macht eigentlich die Kirche? Ist okay. Die Kirche ist auch gefüllt bis an den letzten Platz. Ja. Bin ich eigentlich mit zufrieden? Das war noch ein Arsenal. Parkhaus. Kann man diese Folge so lassen? Wundert mich, dass es so lange dauert, echt diesmal mit dem Import-Export-Geschäft hier. Aber Waffen habe ich noch keine, großartig. Ne, das ist ja wohl hier auch nicht. Waffenimporte zulassen für Waffen, ja. Ja, ja, das lassen wir mal zu, die Importe. Darum geht's ja hier auch in der Folge. Darum geht's ja auch, die Möbelfabrik. Ja, gut, da dürfen wir, die Fabriken dürfen wir natürlich jetzt nicht knausern. Haben wir denn hier hinten bei den Ungebildeten? Oh, bei den Ungebildeten. Da fehlen uns noch, aber wir haben doch eine Grundschule. Was macht eigentlich unsere Grundschule, Oberschule?
Grundschule. Ist doch knallevoll. Warum? Warte mal. Wo war? Ah, ich hab das Einwand aufs Bett. Nee, das will ich nicht. Wirklich keine Ahnung. Ja gut, machen wir das nochmal, aber ich brauche noch ein paar Ungebildete irgendwie. So. Oh, die Folge hat schon wieder ihre 25 Minuten erreicht. Oh, mein Sportzentrum ist fertig. Cool. Oder ist noch, nee, ist noch nicht fertig, oder? Noch nicht ganz. Jetzt! Jawoll, ja! Chupacabras, Chupacabras, kämpft mit Macht, heute Nacht, Chupacabras, yeah! Es läuft gut für die Chupacabras. Jetzt können sie in einem Stadion trainieren und müssen den Ball nicht mehr im haiverseuchten Meer hinterherhechten. Die pankaribische Meisterschaft ist so gut wie gewonnen. Das sehe ich auch so. So. Die hatte ich auch schon runtergesetzt. Ich hatte doch noch irgendwo... Wo ist jetzt die neue Bank, die ich gebaut hatte? Ne, das war East Point. Nachtclub, oder ist die noch im Bau? Ach, das war... Das Capri. Ich habe doch irgendwo eine Bank. Jam. In der Hochschule sind es weniger. Die brauche ich auch an sich nicht. Präsidente. Ah, wunderbar. Wir enthalten die... Ich habe doch eben eine Bank gebaut. Ja, so langsam wird es etwas unübersichtlich auf unserer kleinen Insel. Ehrlich. Oh, das Krankenhaus ist auch voll. Da sollte ich vielleicht eventuellerweise noch was reinstecken, aber ich hatte doch eine Bank. Ich hatte doch. Wo ist die Bank? Mich wundert auch die ganze Zeit, dass es noch keine Naturkatastrophen gab. Da hätte ich jetzt... drauf gewettet, dass das auf alle Fälle nochmal kommt. Ich finde unsere Bank nicht. Gibt's denn das? Na gut, aber diesmal reicht's auf alle Fälle. Wir haben zwar momentan wieder Schulden dafür, brummt aber alles rundum. Und auch in der Industrie ist am Laufen. Ich denke mal, hier kann normalerweise nichts mehr passieren, wenn jetzt noch alle Militärgebäude hochgezogen sind, dürfte auch das Ausland uns keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye, schöne Grüße von Encantanaro in der Karibik und Präsidentin in das kalte, nasse Europa. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Tja, nun langsam wird's eng, aber nicht, weil wir zu wenig Geld haben, sondern weil wir irgendwie teilweise zu viel Geld haben. Wir wissen ja schon gar nicht mehr, was wir eigentlich noch für unsere glücklichen Tropikaner alles bauen sollen. Aus lauter Verzweiflung haben wir schon ein Museum und eine riesige Sportanlage dahingestellt und dann angefangen, unser Militär kräftig aufzurüsten. An sich ist doch alles prima am Laufen. Leider ist irgendwie immer noch nicht, die Aufgabe erfüllt, die uns das Spiel gestellt hat. Im Normalfall haben wir doch alles gebaut und alles im und exportiert, was auch nur möglich war. Aber da müssen wir halt mal abwarten. Vielleicht wird es dann in der nächsten Folge zu Ende sein. Aber das erfahrt ihr dann erst bei mir hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Bye bye und ciao.